schon alles über Flößerei. Weil wenn ich mich da umschaue, nix als Flässler da, gell? Warte ab, wir drei sind nämlich aus Oberzhausen gekommen und wollte ich ein bisschen was vom Flößern erzählen. Und deswegen sind wir extra zum Flößerfest heute nach Ligrürs gekommen. Jesus, du sollst doch nicht sagen, dass wir aus Wolfratshausen sind. Ja, was warnst du denn? Die Konkurrenz ist doch groß genug. Ich weiß. Die sind jetzt das offizielle internationale Flößerdorf. Und wir Wolfratshausener, wir nennen uns bloß Flößerstadt, mei. Und da trauen wir uns daher? Ja, freilich, gratulieren dürfen wir ja immer, gell? Also, herzliche Gratulation auf den Grüß zum Flößerdorf. Und das sagen wir von der Lösachter der Bauernbühne. Ja, und wieso sind wir jetzt als Flößerknecht da? Ja, weil uns kein Geringerer als euer Bürgermeister, der Herr Weindler, eingeladen hat. Und da bedanken wir uns auch recht herzlich, gell? Merci, Bürgermeister. Respekt. Der weiß uns zum Schätzen. Aber auch der neue Verein Flößerstraß. Du, die Idee von der Flößerstraß, die ist sakrisch gut. Ja, weil da kannst du mit den Flässler ihren Bereich und ihre Geschichten erleben. Per Auto, per Radl und zu Fuß. Natürlich auch mit dem Floß, versteht sich, gell? Ja, und das bringt wieder mehr Bedeutung und einen Wohlstand wie früher her, ja, gell? Bis damals schon war. Ja, weil damals war nämlich mit Flässlerei das mit Wichtigste überhaupt, was wir gehabt haben. Lengrüß ist 1258 das erste Mal sogar nur erwähnt worden, weil es an der hohen Burgschen Floßlände gelegen ist. Ja, da müssten ja alle rund um reich gewesen sein, weil geflößert haben sie damals was alle. Mein Lieber, da hat Kassa geklingelt. Besonders bei denen an der Leusach und der Isar. Ja, genau, und die Isar, die haben ja die Leute vermutlich schon in vorgeschichtlicher Zeit als Handelsweg benutzt. Weil Flößer nämlich das älteste Transportmittel der Welt. Nie das älteste Gewerbe, das ist was anderes, gell? Und mit unseren Fläss haben wir damals schon Waren aus den Alpen und gar aus Italien bis an die Donau runtergefahren. Ja, und Kauferweis, Driftscheid, Isar bis auf Mingerschwarm lassen. Bloß 1587, da waren wir wohl ein bisschen zu blöd dazu. Weil da haben wir 180.000 Driftprügel verloren. Auf einmal! Das hat uns aber sauber zu tun, gell? Ja, mei, halt einmal, das Driften, das ist doch die Arbeit von den Holzer, oder? Ja, ja, schon, aber damals haben wir noch mit da müssen, gell? Nach und nach haben wir es dann alle gelernt. Heute sagt man Learning by Doing. Hey, hör auf, du Preis, du Englischer, du. So gut ging es nachher, dass noch 1936 getrifft worden ist. Und zwar von Vorderis bis Lengrüß und bis auf Fleckowi. Ja, was war da mit der Leusach? Ja, die Leusach war schon seit dem frühen Mittelalter Handelsweg für Waren aus dem Oberland. Ja, und wir Flässler, wir sind urkundlich schon das erste Mal 1157 erwähnt worden, mein Lieber. Weil da hat uns nämlich der Graf Heinrich von Oberzhausen das erste Mal und das letzte Mal in seinem Testament erwähnt. Hat er was sonst geschrieben? Eigentlich wollte er ja nur das Zollrecht ganz allgemein zu Lande und zu Wasser vererben an seine bucklige Verwandtschaft Andexer. Aber zu seinem großen Vermächtnis, da haben halt einmal die eingenommenen Flusspfennige gekehrt. Ja, weil du kannst die auf der Lose und auf der Isar nicht mit dem kleinen Schiff fahren. Also, deswegen müssen seine Zolleinnahmen aus der Flößerei gewesen sein. Ist doch logisch, oder? Aber warum haben wir jetzt das Floß genommen und nicht Straße? Ja, weil sie auf die Wege der Diebzüller unter dem Hals. Die Dieb waren so frech, die haben 1431 sogar bei der Hohenburg ein Floß überfallen. Stellt euch das einmal vor. Und außerdem waren die Straßen damals genauso so saumäßig benannt wie heute, gell? Und zum Löser war es nur recht, weil da haben wir wieder ein bisschen was zum Tor gehabt und das Geld hat natürlich auch gestimmt. Zum Beispiel haben wir die ganzen Schorner von unseren historischen Burgen, also von der Hohenburg und von der explodierten Wolfratshauser Burg, auf Minger gefahren. Und zwar zusammen mit einem Haufen Fassel Bier, weil die Münchner ist nämlich in der Bierhalbe durch die Sommerhitze sauer geworden. Unseres nicht, weil wir haben kalte Keller gehabt. Also dann trinkt's einmal drauf, bevor einer
sauer wird. Prost! Im Jahr 1330 haben wir auch noch auf Münger gebracht, vor 1000 Landfuhrer Tuffstein aus dem Steinbruch Linz der Isar. 1477 haben die Münchner über 2000 Holzstämme aus dem Isarwinkel auf 140 Flössen für den Bau vom Liebfrauendom gekriegt. Ich frage euch, was hätten die Münchner ohne uns Flösser und Holzer gemacht? Da stand halt heute keine so staatliche Kirche, sondern bloß so eine Kapelle, so ein Windigst, gell? Ja, genau. Und wie dankt uns das dann, Minger? Baut ab 1918 unser Walchensee-Kraftwerk vor den Nasen, damit sie einen Strom haben in der Stadt. Ja, und uns haben sie dafür das Isarwasser angetragen. Protestiert haben wir. Zusammen mit den Bauern und mit den Naturschützern. Aber Golfer hat nichts. Naja, wir sind 1959 am Silbensteinsee gebaut worden. War es mit der Flößerei und der oberen Isar völlig aus. Aber zurück zu unserer Vergangenheit, gell? Die ist nämlich viel schöner. Weil damals ist nicht bloß auf Minger unser Fahrt gegangen, nein, wir waren überall. 1496 traten wir mit der Zauser Fessler in die Fastenrechnungen von Landshut, Deggendorf und Vilshofen auf. Auf die Ordinalifless, also die Deitzer Zündfless, da haben wir schon seit 1640 Passagiere spediert. Zweimal in der Woche, zweimal. Und da haben sogar bis auf Bern und auf Budapest. Da sagt nichts mehr, gell? Ja, rund 10 Tage und Nacht waren wir unterwegs. Mit denen Leuten, also da kann es schon ganz schön hart werden, weil ich sage euch, da kann so ein riesengroß Floß plötzlich ganz klar werden. Und zurück ging es dann per Bibes. Später dann mit dem Radl. Das hat aber dann ein wenig länger gedauert. Ja, weil unser Geldkatzen, die war gut gefüllt und da haben wir halt gerne mal einen gescheiten Fels gemacht, oder? Bei der Wirtin zum Beispiel. Weil Schuld waren nur die vielen Wirtschaften auf der Wegstrecke. Mein Lieber, haben wir es da richtig krachen lassen? Aber wir Flässler, wir haben halt nicht bloß Gaudi gemacht, gell? Aber dafür waren wir bekannt, Land auf und Land ab, mein Lieber. Wir waren wohl die Hund, hä? Ja, und sind es heute alle noch. Besonders die Lien Grüßer Flässler. Gerade erst beim internationalen